Hallo und herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Heute bei uns PSG baut weiterhin am Dreamteam. Die Frage natürlich, kann sich der Club aus Paris so endlich den lang erfüllten Traum vom Champions League Titel erfüllen? Fragezeichen. Und der BVB ist dran an Marcel Sabitzer von RB Leipzig. Das und vieles mehr heute in unserer Sendung. Wir starten mit dem Ticker und einigen fixen Meldungen und Deals. Javi Martinez, es ist offiziell. Er hat einen neuen Club gefunden, der Ex-Bayern-Profi, er wechselt nach Katar und schließt sich Katar SC an. Der 32-jährige Spanier, der seit 2012 für den FC Bayern München gespielt hatte und im Prinzip ja alles an Titeln holte, was man auf Vereinsebene erreichen kann, hatte die Säbener Straße in diesem Sommer verlassen. Der Vertrag des Allrounders wurde nicht verlängert. Zuletzt wurde er auch mit einer Rückkehr zu Athletic Bilbao in Verbindung gebracht. Der FC Augsburg hat das Tauziehen um U21-Europameister Niklas Dorsch gewonnen. Der 23-Jährige war am heutigen Donnerstag zum Medizincheck in Augsburg und soll einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben. Die offizielle Bestätigung des Wechsels von Dorsch seitens des FCA steht zu Redaktionsschluss noch aus, sollte aber im Laufe des Tages folgen. Die Ablösesumme für den Mittelfeldakteur soll bei 7 Millionen Euro liegen. Er kommt vom belgischen Club KAA Gent, zu dem er erst im vergangenen Sommer gewechselt war. Dongwon Chi verlässt Mainz 05 und kehrt in seine Heimat Südkorea zurück, genauer gesagt zum FC Seoul. Der 30 Jahre alte Stürmer war 2019 ablösefrei vom FC Augsburg gekommen, absolvierte für die Mainzer aber nur 11 Pflichtspiele und blieb ohne Torerfolg. In der Rückrunde war Chi zuletzt an Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig ausgeliehen. Pablo Maffeo verlässt den VfB Stuttgart erneut auf Leihbasis und spielt in der kommenden Saison für RCD Mallorca. Im Falle eines Verbleibs des Clubs in La Liga greift eine Kaufpflicht für den 23-jährigen Spanier. In der letzten Saison war Maffeo an die SD Huesca ausgeliehen, absolvierte dort 25 Partien. Wir kommen zu PSG. Es ist fix. Achraf Hakimi wechselt von Inter Mailand nach Paris. Der 22-Jährige unterschreibt in der französischen Hauptstadt einen Kontrakt bis 2026. Laut übereinstimmenden Medienberichten zahlt PSG 60 Millionen Euro plus mögliche Boni in Höhe von 11 Millionen Euro für den einstigen BVB-Profi. Der war ja erst im Sommer 2020 zu Inter Mailand gewechselt, das Ganze von Real Madrid ausgehend für 41 Millionen Euro. Jetzt also der Wechsel von Mailand nach Paris für 60 Millionen, macht in der Summe eine dreistellige Gesamtablöse, die er bislang in seiner Karriere schon generieren konnte, von 101 Millionen Euro. Und dann gibt es noch einen weiteren sehr prominenten Neuzugang für PSG und der wird damit zukünftig ein Teamkollege von Hakimi in Paris sein, Sergio Ramos. Im Alter von 35 Jahren wechselt er erstmals ins Ausland. Der Spanier unterschreibt einen 2-Jahres-Vertrag bis 2023 bei PSG. Das bestätigte der französische Topclub am heutigen Donnerstag offiziell und nun auch gewollt, möchte man mit einem Augenzwinkern sagen, denn bereits gestern Abend war der Transfer offensichtlich schon mitgeteilt worden, versehentlich das Ganze, als eine Mitteilung über Ramos zukünftige Rückennummer 4 auf der PSG-Homepage kurzzeitig aufgetaucht war. Eine Ablösesumme wird für den Innenverteidiger nicht fällig, da sein Vertrag bei Real Madrid nach 16 Jahren ausgelaufen war. Und PSG, die verpflichten damit für die neue Saison bereits den zweiten hochkarätigen Spieler ablösefrei. Zuvor ja bereits Jorginho Wijnaldum vom FC Liverpool. Und mit Torhüter Gianluigi Donnarumma von der AC Milan soll ja der dritte demnächst folgen. Zusammen hat das Trio einen Gesamtmarktwert von 100 Millionen Euro. PSG rüstet also mächtig auf. Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos, drei schon mal sehr prominente Neuzugänge für die neue Saison. Donnarumma soll ja wie gesagt demnächst folgen. Grund für uns in unserer Background-Thematik am heutigen Tag auf eine bestmögliche Aufstellung der Pariser für 2021-22 zu blicken. Und wir beginnen im Tor mit Gianluigi Donnarumma. Wie gesagt, noch nicht offiziell, aber demnächst wird dieser Deal sicherlich eingetütet werden. Innenverteidigung gebildet von Sergio Ramos, dem Neuzugang, und Kimpembe. Auf links Michel Bakker. Wenn, dann vielleicht auf dieser Position noch Nachholbedarf. Bernat ja noch verletzt. Hakimi auf rechts. Im Mittelfeld Marquinhos, der auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen kann, aber im Mittelfeld sicherlich noch besser aufgehoben. Wijnaldum und Verratti. Dann
davor. Dann haben wir Neymar auf links, Marktwert 100 Millionen Euro auf der rechten Seite. Angel Di Maria und vorne Kylian Mbappé. Also das natürlich eine richtige Traumelf. Di Maria ist schon 33 Jahre. Eine Alternative auf dieser Position wäre auch Pablo Sarabia, der für Spanien eine tolle EM gespielt hat, muss man auf jeden Fall sagen. Aber wie ihr schon seht, diese Elf ist auf jeden Fall sehr, sehr prominent besetzt. Eure Meinung natürlich auch wieder gefragt. Wie würdet ihr bei PSG spielen lassen? Und kann PSG durch dieses Star-Ensemble endlich den lang ersehnten Champions-League-Titel mal holen oder nicht? Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Natürlich ebenfalls eure Meinung dazu, ob diese Strategie, extern Stars zuzukaufen, die richtige ist. Wir machen derweil weiter mit der Gerüchteküche und widmen uns im ersten Schritt einem Gerücht um Marcel Sabitzer. Der BVB, Borussia Dortmund, soll Interesse am Kapitän von RB Leipzig haben. Dessen Vertrag endet in Leipzig im Sommer 2022. Eine Verlängerung des Kontraktes ist dem Bericht eines Sportbild-Artikels zufolge eher unwahrscheinlich aktuell. Entsprechend soll der 27-jährige Leipzig bereits jetzt verlassen dürfen und trotz der im Vertrag verankerten Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro liege die Ablöseforderung von RB bei lediglich 20 Millionen Euro. Zuletzt wurden in der Gerüchteküche ja auch Clubs wie die AS Rom, Tottenham Hotspur, AC Milan, Manchester United und Atletico Madrid gehandelt. Und auch an einem Teamkollegen Sabitzers bei Leipzig soll der BVB ja ebenfalls Interesse zeigen. Marcel Halstenberg, dessen Vertrag endet ebenfalls 2022. Der 29-Jährige soll das bisherige Angebot von RB zur Verlängerung des Kontraktes als nicht wertschätzend genug betrachtet haben. Dann schauen wir in die Hauptstadt nach Berlin. Laut Bild sollen Mateusz Kunja und Dodi Luke Bakio bei Hertha BSC mögliche Verkaufskandidaten sein. Demnach möchte der neue Geschäftsführer Sport Freddy Bobic die beiden Offensivspieler wohl gerne abgeben wollen. Bei seiner Philosophie werden Mentalität, Körperlichkeit und Teamgeist großgeschrieben. Das sind Attribute, die beiden Spieler in der Vergangenheit mitunter etwas vermissen ließen. Kunja, Marktwert 30 Millionen Euro, soll bei Leeds United im Gespräch sein. Luke Bakio, dessen Marktwert liegt bei 13 Millionen Euro, Vertrag bis 2024, der von Kunja sogar noch ein Jahr länger bis 25. Ein anderer Hertha-Akteur steht offenbar vor einer Ausleihe innerhalb der Bundesliga. Jessic Ngankam soll, so berichtet es der Kicker, zum Aufsteiger Spielvereinigung Greuther Fürth verliehen werden und dort Spielpraxis sammeln, die dem 20-Jährigen in Berlin aufgrund der Konkurrenz in der Offensive, Córdoba und Piontek sind dort zu nennen, nicht garantiert ist. In der vergangenen Saison absolvierte der Stürmer lediglich 15 Kurzeinsätze. Großes Thema bei uns am Dienstag, die Eintracht aus Frankfurt. Ein weiterer Neuzugang könnte nun folgen. Laut der dänischen Zeitung BT stehen die Hessen vor der Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers Jesper Lindström von Brøndby IF. Der hatte in der abgelaufenen Saison mit 10 Toren und 11 Assists erheblichen Anteil am ersten Titel für Brøndby seit 2005 und soll marktwertgerechte 7 Millionen Euro kosten. Laut Sportbild befinden sich die Verantwortlichen des 1. FC Köln und der AS Monaco in konkreten Gesprächen über einen Wechsel von Ismail Jakobs ins Fürstentum. Der hat noch Vertrag bis 2024 beim FC. Laut einer Klausel würden dabei 13 Millionen Euro fällig. Zu viel für Monaco, das aktuell auf 8 Millionen Euro pocht. Das ist den Kölnern wiederum zu wenig. Vielleicht trifft man sich ja in der Mitte. Laut Deichstube und Bild hat Benfica Lissabon großes Interesse an Leonardo Bittencourt. Laut Bild hat der portugiesische Topclub bereits ein konkretes Angebot für den 27-Jährigen abgegeben. Bittencourt zählt mit einem Marktwert von 4,5 Millionen Euro nicht nur zu den wertvollsten Spielern im Werder-Kader, sondern insgesamt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Nach Robert Klatzel verstärkt der Hamburger Sportverein sein Sturmzentrum wohl auch mit Mikkel Kaufmann. Das berichten die dänische Zeitung BT sowie die Bild übereinstimmend. Der 20-Jährige habe bereits das Trainingslager des FC Kopenhagen in Österreich verlassen, um den Medizincheck in der Hansestadt zu absolvieren. Kaufmann, der noch bis 2024 an den FC Kopenhagen vertraglich gebunden ist, soll im Anschluss einen einjährigen Leihvertrag unterschreiben.
Harry Kane, gestern Abend mit England ja erfolgreich ins Finale der Europameisterschaft eingezogen. Er würde Tottenham in diesem Sommer gerne verlassen und sich am liebsten wohl Manchester City anschließen. Das Problem, die Ablösesumme. Denn die Spurs wollen wohl mindestens 160 Millionen Euro für den Stürmer. Jetzt hat sich der Coach der Citizens, Pep Guardiola, zu einem möglichen Kane-Deal geäußert und sagte, Zitat, zu diesen Preisen werden wir keine Stürmer kaufen. Es ist unmöglich, wir können es uns nicht leisten. Alle Vereine haben finanzielle Probleme, wir sind dabei keine Ausnahme. Ja, schauen wir mal, wie es in Sachen Harry Kane weitergeht. Sicherlich spannend, die Thematik. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Mit Kane hat Hansi Flick noch nicht zusammengearbeitet und wird es in nächster Zeit auch definitiv als Bundestrainer nicht tun. Aber er hat jetzt seinen Trainerstab etwas erweitert und damit starten wir jetzt in unseren News-Ticker zum Abschluss. Danny Röhl wird das Trainerteam der deutschen Fußballnationalmannschaft verstärken. Er ist damit genauso wie Markus Sorg, der auch unter Flick Co-Trainer beim DFB bleibt, dann Teil des Trainerteams, hat ebenfalls einen Vertrag, genauso wie Sorg, bis nach der EM 2024 unterzeichnet. War bereits bei den Bayern als Co von Flick tätig. Die beiden kennen sich also bestens. Derweil wird Bundestorwartstrainer Andreas Köpke die DFB-Elf nach 17 Jahren verlassen. Er sagte, neue Impulse seien nötig, deshalb stehe er nicht mehr zur Verfügung. Heißt, Bierhoff und Co. müssen sich hier auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Die Politik hat grünes Licht für die Stadionrückkehr der Fans gegeben und damit das Ende der Geisterspiele im deutschen Profifußball eingeläutet. Ab der Spielzeit 21/22 dürfen unter bestimmten Voraussetzungen wieder bis zu 25.000 Zuschauer in die Stadien strömen. In der Bundesliga wahrscheinlich schon beim Saisoneröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München am 13. August. Aufatmen bei Serie A-Aufsteiger US Salernitana. Der Bundesrat hat nach Prüfung der vom Verein vorgelegten Unterlagen die Bedingungen der vorgeschlagenen Treuhandgesellschaft für den Verkauf des Unternehmens akzeptiert. Damit kann I Granata in der kommenden Saison in der höchsten italienischen Spielklasse an den Start gehen. Hintergrund: Gründer des Clubs ist Claudio Lotito, der gleichzeitig auch Präsident von Lazio Rom ist. Zwar leiten dessen Sohn Enrico sowie Schwager Marco Mezzaroma die Geschicke, doch das Regelwerk des italienischen Fußballverbandes sieht vor, dass eine Person nicht zu zwei Vereinen innerhalb einer Liga Verbindungen halten darf. Und das gilt auch für Verwandte und Verschwägerte. Soweit also der aktuelle Stand von TMTV. Wie immer, danke für euer Interesse. Lasst gerne ein Like da oder abonniert unseren Channel. Zum Abschluss wie immer zwei Videoempfehlungen für euch. Einmal oben klicken für die Chronik zu Joachim Löw, alle Höhen und Tiefen seiner 15-jährigen Amtszeit als Bundestrainer. Und unten klicken für das Bar Chart Race auf unserem englischen Channel. Diesmal geht es um die meisten Assists im 20. Jahrhundert. Bis bald, bleibt gesund. Dankeschön.